Auf der Originalstrecke des Ötztaler Radmarathons fand heuer erstmals mit dem Pro Ötztaler 5500 die Premiere eines UCI-Wettbewerbes statt und gilt bereits jetzt als wohl härtestes Eintagesrennen im Rennkalender der Radprofis. Wie es der Name schon verrät, die 5500 Höhenmeter sind nicht nur für die Amateure einzigartig. Auch bei den Profis gibt es keinen Wettbewerb, der mit diesen schweißtreibenden Eckdaten versehen ist. Vor einer tollen Zuschauerkulisse in Sölden ging es neutralisiert Richtung Huben, wo der offizielle Start bei traumhaftem Wetter erfolgte. Nach zahlreichen Attacken setzte sich noch vor dem Kütei, dem ersten von insgesamt 4 Pässen, eine 8-köpfige Spitzengruppe ab. Mit dabei war auch der Österreicher Daniel Lehner, der neben dem Kütei auch die Bergwertung am Brennerpass gewann. Die Bergwertung am Jaufenpass sicherte sich schlussendlich im Alleingang der spanische Bergspezialist Laza. Einen wahren Radsport-Krimi gab es bei der rund 30 Kilometer langen Auffahrt zum Dimmelsjoch. Der 26-jährige Gassara und der Schweizer Roland Dahlmann konnten auf Blaser wieder aufschließen. Doch aus dem Trio sonderte sich bald ein Spitzenfahrer ab, denn Gassara und Blaser verloren den Anschluss. Im Verfolgerfeld begann das Rennen jetzt so richtig. Der Sieger der Österreich-Tour, Ricardo Zeudel, setzte sich in Szene und attackierte mit dem in Horsen 13 Kilometer vor der Bergwertung. Nur ein paar Fahrer konnten sich zu diesem Duo aufschließen. Die Spitze bestand somit nur noch aus 9 Fahrern. Auf den letzten 6 Kilometern, die Anstrengungen standen den Profis schon ins Gesicht geschrieben, kam es am Dimmelsjoch zu vielen Attacken. Vier Fahrer fuhren der letzten Bergwertung entgegen. Mit einer starken Performance konnte der 31-jährige Tscheche Roman Kreuziger die Bergwertung am Dimmelsjoch für sich entscheiden und bestritt die Fahrt hinunter nach Sölden mit 20 Sekunden Vorsprung auf seinen Verfolger Spilak. Der Routinier Kreuziger, der von tausenden Zuschauern sowie von Frau und Tochter in Sölden empfangen wurde, brachte seinen Vorsprung ins Ziel und siegte bei der Premiere des Pro Ötztalers 5500. Mit einer Zeit von 6 Stunden, 37 Minuten und 34 Sekunden unterbot er die bisherige Bestmarke des Schweizers Hugo Jenny aus dem Jahr 2001 um satte 13 Minuten. Somit hatte der neu geschaffene Ötztaler Pro 5500 seinen ersten Sieger sowie eine neue Bestmarke. Und die Radsportwelt freut sich mit dem Sieger über eine gelungene Premiere des wohl härtesten Eintagesrennen im Rennkalender der Profis.